So. Willkommen zu einer dritten und vorerst letzten Folge der unorthodoxen oder unüblichen oder üblichen Lernmittel. Heute stelle ich euch eine Internetseite vor. Also eigentlich ist das die Tochtergesellschaft der Deutschen Post AG, die da heißt Letternet. Also ich werde irgendwo die Internetseite posten, da kann man sich entscheiden zwischen Englisch und Deutsch, Deutsch als Verkehrssprache. Also ich bin da schon seit 7-8 Jahren dabei und so sahen die Briefe, die man bekommen hat, früher aus. Das heißt, man hat sich da angemeldet per Internet, man hat ausgewählt, welche Hobbys man hat, also ob man studiert oder ob man zur Schule geht ob man schon arbeitet. Man hat ausgewählt, welche Sprachen man haben will, also in welchen Sprachen man kommunizieren will mit einem Brieffreund, und dann hat man dann Adressen zugeschickt bekommen von Leuten, die mehr oder weniger zu einem gepasst haben. So, genau. Das war so vor 7-8 Jahren und jetzt macht man das alles per Internet. Also man meldet sich an, wählt diese ganzen Sachen aus, kriegt eine Bestätigungs-E-Mail und dann kann man sich Briefverlände aussuchen, mehr oder weniger. Das heißt also, von den ungefähr 15.000 oder vielleicht sind es auch schon 16.000 Leuten kann man sich auswählen. Also am stärksten vertreten ist natürlich Deutschland mit, ich weiß nicht, 12.000, 13.000 Leuten. Danach kommen Nordamerika und Osteuropa. Ja, und dann der Rest der Welt. Das heißt also, ihr könnt als Schreibsprachen auswählen Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch und Tschechisch. Aber ihr könnt, wie gesagt, nach einem Land wählen. Und wenn ihr dann einen Schreibpartner für Estnisch braucht, dann sucht ihr eine Liste nach Estland, und wer dann am besten zu euch passt oder nicht zu euch passt, vielleicht wollt ihr jemanden, mit dem ihr viel diskutieren und streiten könnt. Und ja, man schreibt sich dann den ersten Brief, und es kommt jetzt in der heutigen Zeit öfters vor, dass jemand dann den Briefwechsel per Internet haben will, sozusagen. Weil, ja, ich weiß nicht, finde ich zwar etwas komisch, also dass man sich erstmal Brieffreunde, also Penpals, sucht per Internet und dass man dann nur noch per E-Mail schreiben will. Ich präferiere den handgeschriebenen Brief. Das ist einfach etwas ganz anderes als eine langweilige E-Mail. Nichts Elektronisches, nichts Vergängliches. Eine E-Mail, die löscht man einfach. Gut, einen Brief kann man anzünden, aber trotzdem. In der E-Mail sieht man nicht, wie viel Mühe sich jemand gegeben hat. Da ist kein Leben drin, man sieht das bloß am Bildschirm. Ja. Natürlich, ist es eine Sache, ob man eine Sprache spricht oder ob man sie schreibt. Das heißt also, man hat ja die Ruhe, man hat ein Wörterbuch und kann sich die Sätze zusammensetzen, zusammenstellen. Ja, also ich persönlich habe immer ein Herzklopfen, wenn ich einen neuen Brief bekomme, beziehungsweise wenn ich den Briefkasten aufmache, in der Früh oder am Nachmittag. Und ja. Es sind bisher ganz nette Brieffreundschaften entstanden, und ich werde in den nächsten Semesterferien bzw. im Sommer Polen, Litauen und was noch besuchen? Slowenien, Russland, genau. Sowas. Und ja, tut mir leid, wenn die Videoqualität etwas beschissener ist diesmal. Ich habe einfach keine Lust mehr, 2 Stunden zu warten, bis ein Video hochgeladen ist. Das ist einfach Zeitverschwendung, und die Zeit, die ich dann am PC verschwende bzw. verliere, die kann ich auch besser woanders einsetzen. Ja,
Also ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Das heißt also, wenn ihr eure Daten eingibt, das, mir ist noch nichts so angekommen, dass jemand das missbraucht hat. Also ich habe sogar schon eine Brieffreundin getroffen, also eine aus Kroatien. Und ja, also bisher ist nichts dagegen einzuwenden. Ist nicht für jedermann, Briefe schreiben. Ich meine, das kostet natürlich Zeit. Es ist aufwendig. Aber ich weiß nicht, es ist einfach was ganz anderes, was Schönes, was Altertümliches, könnte man sagen. Also was das viel mehr Wert hat als diese normalen Briefe, elektronischen Briefe in der heutigen Zeit. Jo, ansonsten hier an meiner Wand. Vielleicht ist das das nächste, was ich vorstellen werde. Also nicht jetzt, sondern beim nächsten Video. Estnische Fragewörter zu ein paar Fällen. Also man nimmt einfach ein DIN A4 Blatt und schreibt dann sich ein Wort auf, was man sich sehr schwer merken kann. Und hängt es an einer Stelle, wo sie jeden Tag sichtbar ist, also an der man nicht vorbeikommt. Beziehungsweise an der man oft vorbeikommt und unbewusst fängt man dann an, das ja, aufzusorgen. Also bei mir klappt es einigermaßen. Ja gut. Das war's zum Thema Letternet. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, also ich werde den Link in der Beschreibung posten oder noch woanders. Dann könnt ihr euch selbst ein Bild von dem Ganzen machen. Es gibt sicherlich auch Erfahrungsberichte, also jedenfalls früher, wo sie noch eine nicht elektronische Zeitschrift rausgebracht haben, da gab es immer so Erfahrungsberichte von Leuten, die schon seit 10 Jahren per Brief befreundet waren oder sind und sich immer auch immer öfter getroffen haben und keine Ahnung, wie das Leben so geht. Man fängt an, sich als Mädchen zu schreiben und dann irgendwann hat man Kinder und Kinder gehen aus dem Haus und man schreibt sich immer noch nach 20, 30, 40 Jahren, also total verrückt. Ja. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.